Sind wir live? So, nochmal testen. Oh, jawohl. Jetzt geht der Sound. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt geändert habe. Ich habe nochmal X-Split neu gestartet und jetzt scheint der Lumpenkram auch zu gehen. So. Okay, nochmal die Erklärung, warum spielen wir Dark Souls 3 im November, Anfang, glaube ich, November, irgendwie 10. oder 9. oder so, irgend so im Dreh. Kommt, das Add-on raus, also Dark Souls 3 DLC Pack, und weil ja der gute Kaiser Katana das komplette DLC schon vorbestellt hat, kann er dann auch, ey, theoretisch direkt spielen. So, was ist aber blöd an der Geschichte, direkt spielen? Blöd daran ist, dass wir im NG++++++ oder so sind und ich glaube dann neu starten wäre ganz blöd. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich wieder im Stream lande. Ja, das sieht doch sau gut und flüssig aus. Genau. Genau, hier, was wollte ich sagen? Genau, und dann wäre das ziemlich blöd, wenn wir da ins Add-on gehen. Also spielen wir hier einmal das Ding durch, ohne es zu resetten. Erinnerung. Wow. War der so heftig? Ich sehe nix. Kamera voll Wind wieder. Eine Kamera-Win-Win-Situation wieder mal hier. Scheibenkleister. Oh! Okay. Der war doch niemals so schlimm am Anfang. Oder? War der Weg so heftig? Ich kann mich daran erinnern. Ja. Versuch, was er wert erstmal. Dabei fällt mir nämlich auf, wir waren hier hinten gar nicht. Ich dachte, mit der Ritterklasse ist der kein Problem. Hm. Nun gut, haben wir es halt mal verkackt. Ich muss erstmal wieder in das Spiel reinkommen, es ist schon wieder zu lange her. Schon so nett und hab gleich mal meinen ersten Estus verkackt. Ey. So, aber jetzt. Jetzt läuft die Geschichte schon anders, hoffe ich. Komm schon. Das war knapp. Ah, du Penner.
Oh oh. Oh oh. Oh, mal den da trinken. So. So. Ende. Titanschuppe, sehr gut, die wollte ich nämlich haben. Und gleich dazu noch hier oben die Seele eines Reisenden. Wow. Da geht schon wieder wunderbar los. So. Wir haben schon wieder keinen einzigen Estus. Läuft doch schon mal gut. Ist ja aber auch nicht so tragisch, weil wir haben ja schon 4.500 Seelen. Die da oben lasse ich mir natürlich nicht nehmen. 20 ganze Seelen. So. Schauen wir doch mal da oben. Unser erstes Bonfire. Und den setzen wir uns auch dabei hin. Wir kriegen Ruhen. So. So, perfekt, die haben wir. Oh, Backstep klappt wieder wunderbar. Ja toll, bei dem geht's. Immerhin eine schwindende Seele. Eine verschwindende wohl eher. Ich weiß gar nicht, hier unten gab es Brandbomben oder irgend so ein Schwachsinn. Genau, Brandbomben. Hier aus League of Legends Brandbomben. Wer kennt sie nicht? Okay, komm, das war ein schlechtes Wortspiel. Ist in Ordnung. Was war's hier? So, gell? Ah, natürlich nicht. Springt da nicht, ey. Muss ich eh nochmal hoch. War hier nicht einer? Okay. Weil ich würde gerne zumindest mit einigermaßen voller Energie in den tollen Kampf da unten gehen. Gegen den netten da. Immerhin haben wir ja schon ein bisschen was an Seelen. Zu früh gefreut. Dann halt so. Prepare for the fight. So, Rudele. So. Ach, du Arsch. Der Yundex. Ach so, halt. Mal.
Problem erledigt. So. Wäre doch mal erledigt hier. Gewundenes Schwert. Und unser nächstes Leuchtfeuer. 7.500 Seelen. Das ist doch mal stattlich. Am Leuchtfeuer ausrasten. Weiter geht's. Nochmal dabei sein, nochmal frei sein, nochmal mitspringen hier in Dark Souls 3. Ach ja, wunderbar. Da sollten wir uns ja mal ganz gut für das DLC vorbereiten können. So, war hier irgendwas? Ich glaube nicht. Ah, Moment, doch, da war doch hier so ein komisches Grab gleich außen. Da war das nicht hier? Ah, das war da oben. Naja, so lange ist schon wieder her. So, machen wir mal. Hörst du mal auf mich zu schießen hier, du? Klopps hackt hier. Ah, da unten lag ja doch was. Och, Mann. Dann halt's gerade Bruchschwert. Irgendwo habe ich doch Dackeln hören wieder. Da unten ist noch was, ja, das weiß ich. Und hier steht doch der. Ein wunderschöner Kick jetzt. Niemand's. Nein. Natürlich drop dein Item. Danke. Wonderful. Better hätte's gar nicht laufen können. For my very good English. Wo war denn das jetzt, das Item? Ah, da. Lag denn da irgendwas Sinnvolles, bevor ich jetzt hier runter drop für den Arsch? Naja, wir werden es gleich sehen. So. Weg. Das ist nicht wahr. Der zweite Drop für den Arsch. Oh, ein Heimatknochen. Ein Homeward-Borner. Den nehmen wir doch gerne mit. Gerade für am Anfang vom Spiel gar nicht so verkehrt, die Dinger. En masse zu haben, bis wir hier mal unseren Teleport-Scheißdreck kriegen. So, links, rechts, links, rechts. Ah, links war der Psycho, ne? Den können wir noch einen auf die 12 verpassen hier oben. Nachdem wir die hier alle weg haben. Knut? Knuts, Knut? Noch eine schwindende Seele. Da, der da. MC Katana. Hey, okay, okay, okay. Hihi. Ist zwar die lameste Taktik, aber sie funktioniert im Normalfall. Komm, komm, komm. So. Okay, gut. Den haben wir. Der gibt nämlich auch nochmal einen Batzen Seelen. Und gleich mal unsere erste bessere Waffe. Kacke. Was fehlt denn? So, da hinten geht's, glaube ich, jetzt gar nicht weiter. Ach, Manno. Hätte klappen können. So. Ich glaube, hier ist noch ein Dock. Nein? Ah, der ist eins unter uns. Hier. Aber wenn ich das richtig weiß, ist hier kein Item. Das heißt, es wäre nur ein einfacher Hund. Den brauchen wir ja nicht. Ja, okay. Jetzt hat er mich schon gehört. Wo ist er? Oh. Hört sich an wie eine ganz schlechte Klospülung aus Banjo-Kazooie. Sehr schön. So, dann gehen wir halt mal in den Schrein der
Weisheit hier. Zusammenbrechen. Ja, dann winken wir ihm mal. Sagen auf Wiedersehen. Zwar da oben müsste jetzt noch der Hampelmann stehen, oder? Nö. Gewundenes Schwert einbetten, das klingt doch schon mal ganz nett. So. Die Scherbe brauchen wir noch nicht. So, Geschicklichkeit war 16, ne? So, wunderbar. Am Leuchtfeuer ausrasten. Da sind wir dabei. Das ist prima. So. Cool, wir sind immer noch unter den Fatroll-Eigenschaften. Shit, die hatte nix, sonst zu quatschen. Was war bei ihm? Well, you're letting I am. But so, sweet. Ich glaub, da kriegen wir auch eine Geste, jawoll. Pretty be careful. Pretty be careful. So, ich glaube, mehr ging hier am ersten Mal eh noch nicht. Den Schlüssel haben wir noch nicht. Brauchen wir noch ein bisschen Seelen für. Das heißt, wir können uns jetzt zur großen Mauer bringen. Ja. Hohe Mauer von Lodrek. Der Kaiser kann was hin. Ah, wunderbar. So, heute wird irgendwie keine Sau auf meinen Stream aufmerksam. Finde ich gut. Also, nein, nicht gut. Das war ironisch. So. War hier nicht gleich am Anfang schon irgendwie Seelen oder so ein Quark? Hoppala. Das war unabsichtlich. So. Ich glaube, hier war der. Auch nett. Da war nur hier der da. Der Henker, den hätte ich ja fast vergessen hier. So. Gott, das Ding verbraucht ganz schön viel Stamina. So. Okay, den, der später dann explodiert hier und zum Hardcore-Gegner wird, den habe ich irgendwie schon mit erwischt. Sehr gut. War hier was? Nix. Ja, wenn man jetzt die Grafik hinten dran anguckt, jawohl. Da haben wir die schönste Grafik der Welt. Da unten geht, glaube ich, noch gar nichts. Da haben wir nur noch mal so einen Henker.
genau, und eine verlassene Seele von so einem Leichnam-Dingsbums. Sehr gut. Damit hätten wir da auch schon mal den ersten Streckenabschnitt der Mauer hier fertig. Kein Estus verbraucht, ein bisschen was am Katana kaputt, aber das ist okay. So, dann geht's jetzt hier hin. Da wird es dann schon spannender, was die Gegner angeht. Ich wollte nämlich gerade sagen, weil hier kommen die ersten, die sich auch wehren. Glaube ich. So. Wunderbar. Prestige-Reiserkampf. Eigentlich nicht, aber okay. Irgendeine Seele, dann geht's da hoch. Auch hier haben wir wieder nur einen Gegner, der ist weggewehrt. Den haben wir schneller weg, als er gucken kann. Der Rest ist einfach ein bisschen Seelen. Ey! Ich wollte sagen, eigentlich ein bisschen Seelenfarmen, schade auch. Geht's noch? Das hätte definitiv besser laufen können. Jetzt muss ich aber mal ganz frech sagen, ich muss mal im Stream gucken, wie flüssig das auch wirklich läuft. Das Gefühl, das kommt bei euch gar nicht so flüssig an wie das bei mir. Ah doch. Sieht halt nur nicht so schön aus. Aber okay, wir machen ja eh noch ein Prepare for DLC, von daher kann das auch mal ein wenig schlechter aussehen, oder nicht? Ja, würde ich auch mal sagen. Cool. Dann weiter hier. Denn wir haben ja hier irgendwo genau da. Den Shortcut zum goldenen Kieferharz. Mal aufpassen. Dackelt hier nicht noch einer? Nee? Da hockt doch noch irgendwo einer. Da, der da. Nee. Ah, der da. Der da war's! So. Überlebe ich das? Klar, wenn ich so runtergehe auf jeden Fall. Seele irgendwo eines Verlassenen. So, dann wollen wir hier mal ein bisschen was in Brand setzen. Oh. Mit dem ist nicht zu spaßen, glaube ich. Jawohl. Kriegen wir jetzt halt leider erstmal noch nicht weg. So, jetzt will man durchjumpen. So, ich glaube, hier kommt der erste schwarze Ritter, oder? Dackel aber, glaube ich, runter, wenn ich nicht ignoriere. Ich glaube, hier ist zu, oder? Ja, lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Also.
So, aber der hat halt ganz gute Items. So, dem geben wir den mal richtig. So, dafür haben wir ja das schöne Katana mit und er gibt nichts. Das Thema wäre erledigt. Ne, erstmal rausgucken. Was waren hier? Ah, hier war das Bonfire, ne? Jawohl. Hier ist einfach mal ein Bonfire umsonst. Das nehmen wir auch gleich mal wahr. So. Lassen wir den mal da raus. Denn der kann da ruhig draußen rumspinnen. So, der ignoriert mich ja eh erstmal. Was ich schön finde. Unten kriegen wir, glaube ich, die Tür eh noch nicht auf. Da fehlt uns ja der Schalenlüssel. Mal gucken, die klettern jetzt nämlich überall über die Mauern. Ja, komm. So, was können wir jetzt machen? Wie war das? Doch, ja, so. Klappt der da? Nein? Hallo? Irgendeiner von denen rastet doch gleich völlig aus. Wie kann ich den bitte nicht treffen? Klettert der? Nee, gell? So, jetzt müssen wir wieder vorsichtig sein. So, geht doch. Kleine Titanscherbe nehmen wir gerne wieder mit. So. Brandbombe. Der Ring ist jetzt noch nicht da, das ist korrekt. Der kommt erst im NG Plus, glaube ich, oder. Ach, guck mal! Plus Plus. Ein kruder Edelstein, den wir eh nicht brauchen. Weil ich mit sowas nichts am Hut habe, mit diesen Schleifdingern. So. Echt jetzt? Du Arsch. So. Das Thema wäre auf jeden Fall mal erledigt. Halt. Schwarze Feuerbombe nehmen wir mit. Die ist doch ganz hübsch für uns. So, passt. Alles gestorben. Wow.
Bleib mal gerade raus, danke. Hast du was für mich? Nein, natürlich nicht. Immer erst um den gefährlicheren von beiden kümmern. Ein Untotenjäger-Amulett, das ist auch ganz gut für uns. So, und dann haben wir hier noch eine kleine Titanscherbe. Die nutzen wir dann schön, um unser Urikishi, ihr wisst schon was, eins hoch zu pushen. Ja, das ist der Dicke unten, ne? Der da so einen Krach macht beim Laufen. So. Hier nochmal grüne Blüte, die ist echt cool, jetzt schon zu haben, ein bisschen was davon. Den zu sehen im Voraus ist auch ganz gut. Dann fällt man hier nicht so auf den Trick rein. So. Auf wieder, tschüss. Breitschwert. Ich glaube, das... Oh. Das dürfte sogar besser sein. Ja, geht nur im Gewicht runter. Toll. So, und hier unten können wir jetzt um einiges unser Item-Repertoire aufstocken. Halt! Brandbomben! Brandbomben! So, normale Truhe. Silber Langspitzschild. War hier nix. So. Auf Wiedersehen. Den haben wir raus, was ist geschehen. Oh. Hast du noch was für uns? Nee. Da ist nämlich die erste Scherbe. Hier ist auch nichts. Oder war nichts, weiß ich gar nicht mehr. Ist du Scherbe Nummer 1. Zur Sicherheit, wenn wir schon gegen zwei von den Idioten ankämpfen müssen. Und hopp, hopp, hopp. Oh, ja. Oh, eine helle Bade. So. Gefängnisschlüssel. Oh. Ich glaube, den könnten wir jetzt sogar schon benutzen, um Kreirat freizumachen. Weiß ich gar nicht. War das der für Kreirat, der Gefängnisschlüssel? Ich glaube ja. Müssten wir jetzt aber viel zu weit zurücklaufen. Das können wir gleich noch machen. Ach, er ist wieder hochgekommen. So. Der ist noch echt. Oh, der auch. So. Wo ist der Fettsack? Oh, dem mache ich ja gar keinen Schaden.
den letzten Dreher vergessen. Ah, der Kaiser hat's halt immer noch drauf. So, jetzt können wir nämlich hier in Ruhe die Items einsammeln. Das ist nämlich eine Menge Loot. Den Rapier. So, wir kriegen die Brandbomben wieder aufgefüllt, die wir eben schön verbraucht haben. Loot. Muss ich aufpassen, hier liegt nämlich noch ein bisschen mehr. Oder auch nicht. War hier nicht noch mehr? Zwei publische Knut und ein Rapier, mehr nicht. Kommen wir gleich hin. So, Brandbombe nehmen wir noch mit. So, und dann kommen wir hier aufs Dach. Und hier an den Ring der Opferung. Den nehmen wir auch noch gerne mit. Jetzt nehmen wir erstmal einen Fahrstuhl zum Bonfire hoch. So, jetzt stellen wir uns mal hier in die Tür, lassen die erstmal alle kommen. Sehr gut. Läuft doch. Weiß gar nicht, was ihr alle habt. So. Hier unten war nichts. Er ist wieder oben. So. Und da waren, glaube ich, die Giftmesser. Ne, Wurfmesser waren's. Wurfmesser, Leute. Tür schon offen. Ugh. Wir waren ja zwischenzeitlich an einem anderen Bonfire. Ja, komm. Das geben wir uns erst gar nicht. So. Ah, wollen wir Kreirat befreien jetzt schon? Ich meine, der Schlüssel müsste zu seinem Versteck passen. Nee, ich brauche hier keinen Lakaien, der mir auf den Sack geht. Komm mal her. Halt dich mal bitte von dem anderen fern. Und auf den habe ich jetzt gerade keinen Nerv. So. Thema müsste jetzt erledigt sein. Blutrekruter stolz von der anderen jetzt hingetackt. Nur ein normaler Ritter, die sind zwar stärker, aber da ist der Defensive. So. Armbrust eines Ritters. So, jetzt können wir mal gucken, ob wir den da noch knacken. Habe ich noch eine Brandbombe drin? Ja, komm, fick dich. Ja, der hat nämlich Wumms, der Kerl hier. Vielleicht nicht unbedingt auf einer Treppe kämpfen. Oh.
Okay, cool. Du machst mehr Schaden, als ich dachte. Oh, oh. Epa. Ja, nimm dich zweihändig, du Penner. Boah. Ja. Kommt er mir nach? Jetzt kommt's drauf an, wer schneller rennt. Dein Ernst? Ich wollte jetzt halt gerade hier verrecken an dem. Boah, ich muss da drauf erstmal was trinken. Jetzt ist die Frage, ist denn unten? Sehen jetzt mal nicht. Oh Scheiße. Komm, fall doch unten rein, Mann. Ja, okay, jetzt sind wir ja schon fast schon gezwungen. Wow. Hier ans Bonfire zu rennen. Mal zur Feuerwand schreien, da müssen wir jetzt mal unbedingt hin. Das war ja jetzt eine Aktion. Das brauche ich nicht nochmal. Gucken wir mal, ob wir das Ding ein bisschen aufwerten können. Ist das Plakat zuweisen, das ist das erste, was wir machen müssen. So. So, Waffe verstärken. Ah, okay, schade. Pretty, be careful. I don't. So, hier werde ich schon wieder mit E-Mails zugespammt. Boah, es ist warm heute. So. Aha. Was hatten die eigentlich im Angebot? Hatte die irgendwas außer den Schlüssel? Nee, gell? Ja, der Speckstein, den muss ich mir irgendwann holen. Ashen One. Welcome home, speak. Very well then taken. Genau. Holen wir uns noch mal ein bisschen Segen ab. Also 5000, 6000. Welcome us. Very well, then talk Haken up. Jetzt machen wir auch ein bisschen mehr Bums. Was ist denn jetzt kürzer? Mauer Lodrig, ja. Jetzt machen wir auch ein bisschen mehr Bums.
Heißt, wir tun auch ein bisschen mehr weh beim Gegner. Und da lohnt sich das auch ein wenig mehr. So, apropos, habe ich eigentlich vorhin das Ding wieder angemacht? Ja, sie bereits. Falsche Seite. Herren der Schöpfung hier. Macht mal bitte langsam, was ist mit euch gestört hier? Klaubs hackt hier. Aber jetzt müsste gerade noch der blaue Ritter unten stehen, das wäre jetzt hier richtig bescheiden. Ne, da war der Ausgang, ne? Ja. Ist was los? Echt? Heute ist nicht mein Dark Souls Tag. So stark angefangen, aber so krass stark nachgelassen. Haust du mir dein Schild ins Gesicht? Ich glaub's bei dir zieht's. So, aber jetzt geht's. Servus Bohnensaft, Kraut. Krautsaft. Krautsaft, genau. Moment, ganz kurz. Au. Oh, ernsthaft. Ist dem doch zu gut. Ich sag ja, heute ist nicht mein bester Dark Souls Tag, habe ich so das Gefühl. Alter, ernsthaft? Ich hab ja schon immer die mit der Lanze gehasst. Aber da geht's ja. Ernst, echt jetzt. Boah, der Typ geht mir richtig auf die Ömmel. Ey, der größte Plack. Den. Ajo. Ja, ist in Ordnung. Jetzt stirb. Recht, ich sollte mich vielleicht ein bisschen entspannen für dieses Spiel. Ja, aber heute will halt einfach auch mal nichts klappen. Es ist wieder wie verhext. So einen guten Start hingelegt und dann so stark wieder nachgelassen. Also ich glaube, ich lasse jetzt den blauen Ritter gleich mal links liegen und mache gleich mal schnell den Boss unten weg. Dass der mir zumindest mal nicht mehr auf den Keks geht. So, dalle. Stimmt, bei dem haben wir ja gar kein Bonfire. Ja. Kleines Banner von Lothric. Umnieten tue ich die Dame jetzt mal sicherheitshalber nicht. Ich glaube, mit einem Estus-Flakon und mit meiner Energie wird das eng. So, ich glaube, da oben lag noch irgendwo was rum. Ach so, einer wieder. Weißt du, gegen die habe ich irgendwie. Ja, also, was heißt. Ups, falsche Taste. So, ich fange jetzt gerade nochmal an, weil ich mir
mein ich will gewinnen oder sie gewinnen. Achso, nee, also ich fange jetzt gerade nochmal komplett neu an mit meinem Speicher. Ich habe eigentlich einen Speicher im NG++, also NG+4 glaube ich, oder NG+5 war es. Würde aber ungern mit dem jetzt weitermachen, weil ich mir vorstellen kann, dass wenn das DLC rauskommt, ich keinen Spaß an dem habe. Im Schwierigkeitsgrad ist aber, habe ich gesagt, okay, komm, fängst nochmal ein komplett neues an, preparing for the DLC, das ja jetzt im November rauskommt und Season Pass ist schon in meinem... Echt jetzt? Ist schon meins, von daher denke ich, dass das ganz cool kommt dann. Und dann haben wir halt schon mal einen Stand, mit dem wir dann super schön starten können. So. Wenn ich mich jetzt nicht allzu blöd anstelle, sollte ich den Lord Mini hinkriegen. Sehr nix. Reinzugehen. Ja, man hätte vielleicht mindestens einen Estus mitnehmen sollen. So, aber wir sind ja mit dem Shortcut ratzfatz wieder hier. Also, so, Blut haben wir. Die eine nehmen wir jetzt mal. Echt jetzt? So, Thema erledigt. Das ist eine gute Frage. Ich habe, glaube ich, kein Parry-Schild, weil das Ding ist ziemlich bescheiden für Parry. Aber ich kann es gerne mal probieren. Ja, vielleicht nicht bei der Masse an Gegnern hier. Wo ist er? Machen wir uns mal einen Gegner hier. So, warte mal. Nee, dachte ich mir nämlich schon. Also das hätte es sein können. Ich meine, ich brauche dafür wirklich ein explizites Parry-Schild und ich glaube, ich habe gar keins dabei. Beim Start kriegst du die noch nicht so. Also im Normalfall parryst du damit, dass du im richtigen Moment... Ach stimmt ja, ich könnte es auch mit der Hand machen. Ach stimmt ja, Quatsch, das war ja hier anders als im Zweier. Mein Fehler, sorry. Warte mal. Ah, verdammt. Komm, hopp.
So. Genau. Also, Parry und Riposte ist, Riposte ist Glückssache, sag ich mal. Ich spiele damit ungern, weil ich eigentlich nicht so mag, mich drauf zu verlassen, dass ich es hinkrieg. Bei Bossen ist es recht schwer, weil nur wenige das überhaupt zulassen. Aber wir können es hier nochmal probieren. Ja, auf einer Treppe vielleicht nicht. Naja. Ah, okay. Na, komm schon. Du bist doch so lang, oder? Ja. Ja, okay, du kämpfst ja eh nicht. Du könntest nochmal bei dem Schild hier probieren. Oh, halt mal meine Energie. Es ist halt wirklich eine extreme Glückssache, dass du damit halt bist. Deshalb ist es nicht so meins. Jetzt habe ich schon wieder nur noch zwei Estus. Komm, ich nehme den jetzt mit rein, ich will an dem Typ vorbei. Hab ich ihn jetzt? Oh, komm, der kann ja nachziehen. Nee. Eigentlich schon peinlich beim Nordmetall jemanden mit reinzunehmen, aber dann ist das Thema mal erledigt. Ja, stimmt, bei Dark Souls 1 war es die Hand, beim 2er war es, ja, hast du recht. Ja, so 2er und 1er habe ich auch schon durch. 1er habe ich im Stream gespielt, weil ich bis jetzt die PS3 nicht angeschlossen hatte. Das 2er habe ich schon oben, das 3er habe ich auch schon ein, zwei Mal oben. Von daher kannst du, wenn du mal Lust und Zeit hast, auch gerne reingucken. So, Banner hochhalten, Thema erledigt. Ja, aber ich kann dir, also wie gesagt, ich schätze mal, du bist auch so ein Fan von der Dark Souls-Reihe. Also ich bin stark begeistert von dem Spiel. Ich habe mit Demon's Souls damals angefangen. Fand das schon enorm. Was ich jetzt momentan so überlegt hatte, mal zu spielen, ist Nioh. Das kommt dem ganzen Jahr ziemlich nah. Auch mal zu laufen bei den Kürtern. Ja. Es ist so toll, dass die Runde komplett abgelenkt sind hier. Durch die doofen Zombies. Ja, das können wir auch machen. Wie kann man denn auf dem Steam-Account Mods benutzen? Das kannst du doch nur in-game. Dann kannst du dafür soft gebannt werden. Also ich bin ja so einer, ich benutze ja sowieso generell keine Mods. Das ist mir teilweise das einzige Spiel, wo ich das mal benutzt habe, war Star Wars. Welcher war es denn? Ne, der war hier neben mir, gut, der da. So, dem seine Dienste nehmen wir gerne an, denn wir wollen auch seinem Pfad folgen.
gibt nämlich kostenfreie Level. Das ist natürlich cool. Erst eins habe ich auch schon, keine Ahnung, wie oft durchgespielt. Das 2 jetzt auch ein paar Mal. Und erst 3er, wie gesagt, NG plus 4, wenn ich jetzt nicht falsch liege, müsste ich gemacht haben. War hier noch irgendwas? Nee. Da schön. Aber wir können gerne an den Gegner nochmal hier meine schlechten Kenntnisse testen. Wie du siehst, siehst du, dass ich nicht so gut bei Parry bin. Dementsprechend spiele ich halt doch lieber gerne ohne Parry und lieber mit Hau drauf. Oder? Guck mal. Ich würde fast schon sagen, der hat getroffen. Er sagt nicht. Ja, also bei Dark Souls würde ich auch nie einen Mod benutzen. Egal was er macht. Na? Ja, komm schon. Gerade sagen, treffe ich jetzt nichts mehr. Ach so. Ja, okay, wie gesagt, ich bin eh kein PC-Gamer. Also, was so Spiele angeht zumindest. Da ist es dann eher Command & Conquer und StarCraft auf PC. Guck. Das hat einfach nicht klappen. Es soll halt einfach nicht sein. Okay. Ja, dementsprechend wäre ich dann bei so Sachen sowieso dann vorsichtig. In meinem Steam-Account ist zu viel drin, als dass ich da wieder Dinge machen kann. Mal gucken, ob die Ritterstulpen eigentlich was bringen, wenn ich sie anziehe. Das war jetzt aber so klar. Erstmal auf Abstand hier. Das sind mir noch zu viele Gegner auf einem Haufen. Wenn ich was in Dark Souls gelernt habe, dann nicht gegen eine Gruppe Gegner kämpfen. So, können wir derzeit mal was testen? Nee, übrigens nicht wirklich. So, eine von den Hexen macht nicht so viel. Aber so zwei von denen. Ja, übertreib mal. So. Das war's da. Ha, Droprate 0. Danke. So, hier ist das Flakon, bitte. Also Scherbe. So. Hui. Mit dem hatte ich ja gar nicht mehr im Kopf gerechnet. So. Ist auch der erste Spieldurchgang, wo ich mit diesem komischen Urichigata spiele. So, jetzt habe ich mal ein bisschen Zeit für dich hier. Oh, du kannst gebannt werden für Items von anderen Leuten annehmen. Moin, das ist ja... Also das ist ja schon fast gang und gäbe, dass man mal hier vor dem Kumpel was Cooles kriegt. Das würde ich jetzt nicht so kritisch sehen. Das einzige, was ich kritisch sehe, sind halt die Leute, die halt mit Mods irgendwie rumcheaten. Das ist was ich dann nicht so mag. Wenn du dann siehst, im PvP kommt dann einer, der dich mit zwei Schlägen niedermacht und hat eigentlich nur Fäuste
und keine Zauber und was weiß ich was. Große Seele. So. So war's. Warum mache ich denen keinen Schaden? Oder so wenig? Da ist es noch. Krieger des Sonnenlichteins. Und eine Estus gesucht. Ja, okay, das finde ich auch dann lächerlich. Also da gebe ich dir vollkommen recht. Wenn, dann müssten alle gleichermaßen gebannt werden. Klingt aber deiner Aussage nach, was es nicht so ist. So. Darf ich mal kurz rein? Nur kurz. Wow, der hat das Langschwert gehabt, Mensch. Streit kommen? Ich glaube nicht, ne. Nee. Aber wie gesagt, ich wollte halt dieses Mal wieder mit so einem Katana spielen, weil ich den immer gern fürs PvP benutze. Weil ich die da ziemlich geil finde. Hä? Ach, das dackelt oben, das Ding. So, also mal gucken, irgendwo ist eine Kristallechse, oder? Da war die nicht hier. Ah ne, hier war nur die kleine Titanscherbe. Ja, also das Spiel kann schon sehr frusten, das ist richtig. Aber ich habe mich da mittlerweile dran gefunden. Dass das halt einfach manchmal so krass sein kann. Von daher macht mir das irgendwie nicht mehr so viel aus. Da habe ich gerade mal Dicke. Mir macht es auch mittlerweile nichts mehr aus, dass die Gegner hier eigentlich super geile Sachen. Achso, ja. Nee, ich wechsle eigentlich meine Waffen fast nie. Ich bleibe eigentlich immer bei so einer Standardwaffe, mit der ich dann eigentlich das komplette Spiel spiele. Klar wäre es dann, ich sag mal, hier ist so eine Kristallechse. Ach ja, der Hutrick, ja, den hätte ich ja fast vergessen. Hopp, komm. Habe ich noch welche Brandbomben für dich? Jedes Mal bin ich hier ohne Estus bei dem. Ich glaube, hier konnte ich abkürzen nach unten. Ne? Komme ich dran oder? Ach so, nee. Ah, doch, ja. Kannst du mir das mal anziehen? Ich kann mich hinsetzen. Ich dachte, geht doch gar nicht. Echt, sind nur noch so wenig, die in DS2 Dings spielen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, jetzt können wir kämpfen, Kollege. Jetzt ist es auch fair. Oh!
hier auch noch. Ah, toll. Jetzt wird's ja umso lustiger. Wow. Ah, Gott sei Dank ist er nicht gesprungen. Jeder PvP-Spieler hätte das gemacht. Ja, komm, ich komm auch. Oder auch nicht. Kommst du dazwischen? Wie gesagt, von den PC-Versionen kann ich halt kein Wort zu sagen. Ich hab's bis jetzt immer nur Spiele auf der Konsole gespielt. Und ich glaube, ich werde auch nie weg von der Konsole gehen, was die Spiele angeht. Kriegt der jetzt auch mal bald einen Blutungsschaden? Oh, ist Estus alle? Ist jetzt nicht wahr, oder? Das hat der kaum noch so viel Energie. So. Ja, ich glaube auch Konsole wird da um einiges mehr gespielt. So. Jetzt gehen wir uns unten nochmal unsere Estus auffüllen. Das ist ja. Helf ich so. Ach stimmt ja, ich habe ihn ja gekillt. Gibt ja Estus. Das war so die erste Neuerung, die ich irgendwie nicht so super fand, dass man hier so irgendwie auch Estus aufgefüllt kriegt. Hat zwar einen gewissen Charme, aber dann hust du dir irgendwie deine PvP-Spieler und füllst dir dann Zeug. Alter, Zeug auf. Hast du es dann? Ja, okay, das ist klar. Wenn das der einzige Titel wäre, der dich interessiert für die Konsole. Oh shit. Dann macht es natürlich keinen Sinn, sich deshalb eine Konsole zu holen. Ich dachte mir schon so, dass der erste Mal auf mich runterkommen müsste. Ei, ei, ei. Ich wollte eigentlich hinter so einem Baum schützen. Dass er sich mal um die anderen kümmert. Sieht er den? Nein, sieht er nicht. Ach komm schon. So. Ja, okay, das stimmt auch wieder. Aber wie gesagt, ich kann es dir ans Herz legen. Also ich finde, auf der PS4 sind genug Titel, die man wirklich spielen kann. Jetzt zum Beispiel, was ich irgendwie jetzt heute doch keine Lust hat und eigentlich doch streamen wollte, ist No Man's Sky weiterzumachen, aber irgendwie. Au, hat mich dann doch der Reiz heute nicht gepackt. Alter, ich sollte vielleicht erst den Typ abschalten, bevor ich hier anfange, Sachen zu sammeln. Oh, das war jetzt ganz, ganz blöd.
knapp. So. Da liegt noch eine Asche, glaube ich, oder? Das ist eine Scherbe. Es war sogar ein Knochensplitter. Also nochmal eine Nummer besser. Eieiei. Okay, ein Item liegt noch, das bleibt da jetzt auch liegen. Achso, ja, es gibt einen Kick, der ist aber irgendwie sehr, sehr ineffektiv. Nee, das ist schon, also ja, Anfängergebiet, also mit dem First Boss, den habe ich ja schon down. Das ist jetzt schon so fortgeschrittenes Gebiet, nennen wir es mal so. Das ist aber offiziell noch kein schweres Gebiet, denn hier ist schon wieder ein Boss theoretisch, der Baum da hinten. Ist aber nur ein optionaler und den sollte man auch erst machen, wenn man. Also, warum keine Einträge kommen, weil ich noch ein Update ausstehend hatte und keine Lust hatte, vorhin zu warten, bis es installiert ist. Ja, und dann kann ich nicht online spielen. Also es ist jetzt eher unabsichtlich, dass ich nicht online bin. Nennen wir es mal so. So. Also im Normalfall spiele ich das auch online. Nur da war es jetzt halt eher blöd gelaufen, wenn ich es jetzt mal. Gleich ein Bonfire, wenn ich das nicht richtig im Kopf noch habe, oder? Stimmt, da unten ist das Bonfire. Oh, das ist jetzt. Und irgendwie kommen die bis hierher mit ihren Bomben. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass hier keiner mehr drin kommt, aber ich meine, bis zum Bonfire war nichts mehr. Ja, aber das Laggen ist nicht am Spiel, ganz gut. Das Laggen liegt eher am Stream generell. Boah, ist hier warm, ey. Weiß nicht, das ist wahrscheinlich meine Streaming-Karte ist nicht so super, wie ich eigentlich davon erhofft hatte, dass sie es ist. Dementsprechend kann es ab und zu in größeren Cup-Situationen vorkommen, dass das Spiel ein wenig laggt. Sollte aber nicht so häufig oder nicht so krass vorkommen. Also ich habe es jetzt ein paar Mal getestet, deshalb dass es ein bisschen flüssiger rüberkommt. So, ich glaube hier war auch nichts mehr. Aha. Okay. Der Pyromantie-Fuzzi, den können wir nämlich jetzt gerade mal mitnehmen. Dann haben wir hier auch eine Handaxt für unser Repertoire. So, jetzt müssen wir mal gucken. War da irgendwas Sinnvolles drin? Das sehen wir gleich. Jetzt werden wir es gleich sehen. Partisane, ne, das Ding benutze ich nicht. Ja, im DS2 fand ich das PvP auch nicht so super. Ach, das war der hier. Oh. So. Und hau weg.
die haben wir ja erledigt. So. Dann haut hier noch einer. Und wir kriegen den Feuerklauenring. Den können wir auch, glaube ich, anziehen. Der ist auch gar nicht mal so schlecht. Feuerangriffe, weniger nix. Okay. Ja, weil von sowas bin ich halt persönlich jetzt nicht so der Freund. Also faires Spiel spielen, ja, Cheats für Spaß zu benutzen wie GTA, klar, ja. Aber halt, das war das Rutschit, genau. Aber so einfach würde ich es nie benutzen. Stimmt, das ging von der Seite nicht. So. Aber das wäre mir irgendwie... Ja, klar, für sowas kannst du es dann auch nutzen, aber... Weiß nicht, das wäre jetzt nichts, was mich jetzt persönlich reizen würde. So. Wo sind die? Die sind schon... So, und bevor die mir jetzt kleinen Rücken fallen... Nein. Oh, die kommen da oben schon. Ja, gut, dann halt so. So, jetzt können wir noch den Shortcut freischalten. Hier sind ein paar Ratten. Ja, okay, da kannst du auch Diablo 3 spielen. Wenn du übrigens so ein Herzinfarkt-Risiko haben willst. Dann kannst du das Ding mit, na, wie heißt's? Ja, den Schlüssel haben wir noch nicht. Mit, weiß gar nicht mal, wie der Modus hieß. Spielen, dass du, wenn du einmal stirbst, komplett dein Ding verlierst. Das fand ich damals heftig. Hm. So, willkommen beim Bonfire. So. Jetzt haben wir auch den Part hier. Also. Na, eine lebt noch. So, die Estus brauche ich jetzt eh nicht komplett. Glaube ich. So, jetzt haben sie erstmal. Ah, toll. Den Riesen. So. Ja, ich bin immer nur dann entspannt, wenn es auf nichts ankommt, sagen wir so. Das war jetzt. Geplumpst oder so. Ja, ich zieh sie gleich alle an. Ja, hol deine Kettensäge raus. Wir spielen Rambazamba. Ohne Blutungsschaden. Boss zu machen. Oh, die Großmachete geschenkt. Sehr schön.
Ja, ich glaube, da wäre mein Puls explodiert, dann ist es so wie bei Elton beim Pokern. Genauso wäre mein Puls dann wahrscheinlich. So, die anderen drei können wir mal in Ruhe lassen, die jucken mich nicht. So. Da haben wir den noch. So. Und dann, hey. Weiß ja nicht, wie weit du das Spiel schon mal gesehen hast oder gespielt hast. Ja, kannst du. Warte, ich sag's dir. Also ich finde, das ist relativ flott. Aber ich benutze auch den Zweihandmodus relativ selten, muss ich dazu sagen. So, wollen wir mal gucken. Aber den hier kennst du, oder? Oh, I am Siegwert of Katarina. Aber den kennt man unter einem anderen Namen. Trotzdem ist er sau cool. So, der will hoch und rafft den Fahrstuhl nicht. Machen wir es mit dem relativ einfach. Denn nach unten geht's in die falsche Richtung. Ja, ich glaube auch dann. So, jetzt hat er verstanden, wie der Fahrstuhl nämlich funktioniert. Aber ich habe halt mein Schild nicht. So, jetzt sind wir oben. Ich glaube, da hinten lag irgendwas. Jawohl. Und dann haben wir oben unseren netten, dicken Riesen. Frieden schließen. So. Ganz einfach. Einfach nur Frieden schließen. Und er hilft uns. Einfach so. Hätte er das nicht von Anfang. Er heißt hier leider Siegwort. Ja, klar. Aber ich bin... Wie du öfters mal einschaltest, wirst du merken, ich bin ein sehr fauler Mensch, was das angeht. So, welche Seite? Ach, scheiße. Hier. Da sitzt da. Auch wenn ich jetzt die Vermutung habe, dass das mein Todesurteil ist. So früh da schon hinzugehen. Hä, wo lag denn der Ring? Ach, der ist im NG Plus erst da. Ach, scheiße. So. Nein! Ich wollte doch keinen. So, passt. Jetzt bereiten wir uns aber mal ein bisschen vor. Wo ist der Bogen? Da ist der Bogen. So, da machen wir rein. Die da, warte. Ja. Kommst du? No, you should have waited. Well, it's too late now. Ja. I, Siegward of the Knights of Katarina, fight by your Chef side. Hier oben. Dafür haben wir nur den Bogen dabei. Oh. So, Siegwart, mach mal was. Ist ja dein Kampf. Nein. Kannst du den mal bitte machen, Kollege? Entschuldigung. Sehr gut. Feuriger Edelstein. So, Siegbräu. Lungen! Und anstoßen. So.
schlafen. Sehr gut, jetzt haben wir alle Gesten von ihm gelernt. Und werden hier niemals im Leben mit dem bisschen Energiebatzen, den ich jetzt noch habe, lebend rauskommen. Hey. Und ich habe alle Pfeile verbraucht. Sehr geil. Das heißt, wir kommen hier nicht mal an. Aha. Ich glaube nämlich, ich finde hier keinen einzigen Pfeil. Das heißt, ich komme hier oben schon mal nicht an die Sachen ran. Das habe ich mir Schild versaut. Ja, ich habe nämlich keinen einzigen mehr. Nope. Ah, das können wir aber mal aktivieren. Achso ja, was du hier im Spiel machen kannst, was halt relativ flott geht, ist Eide wechseln. Ich bin jetzt im neuen Eid. Das haben sie irgendwie blöd gemacht, finde ich. Also du bist einfach jetzt in dem Eid und wenn du die Eid-Items das erste Mal gefunden hast, kannst du einfach die Eide wechseln. So, rotes Käferkügelchen. So, jetzt müssen wir gerade mal gucken, wo wir jetzt sind. Seele. Ich glaube, hier war nichts mehr auf dem. Ne, jetzt geht's hier rüber. Ich glaube, jetzt kommen gleich wieder die zwei Tanten oben. So. Schaut's mit der Energie echt nicht gut aus. Ja, ich hab's gesehen. Nee, hab ich ehrlich gesagt noch nie gesehen. Lohnt es sich denn? Stimmt ja, den kann ich nicht so einfach nehmen. Das war ja hier das. Ach komm, egal. Was wir jetzt probieren, ist hier nur noch heil und lebend rauszukommen. Den kann man sich nämlich relativ nah noch nähern, bis die einen rekognieren. Gut. Weil wir werden jetzt eh noch eine Menge Energie verlieren durch Sprünge. Nur es lohnt sich. Bringt es. Aber ich glaube, ich pack den Sprung hier nicht. Boah, das wird jetzt. Das wird jetzt interessant. Uiuiui. Ah, sehr gut. Und haben nämlich den Chlorantilring. So, jetzt kann ich nämlich die blöden Ringe ausziehen. Bleib mal bei den guten Ringen. Und wir haben noch die Fast Roll. So, jetzt muss ich gerade überlegen. Sigurd haben wir. Runter will ich jetzt noch nicht. Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich ein Homeward benutzen und gehen an den Feuerwandschrein. 20.000 Seelen, wir haben den Schlüssel zusammen. Juhu. Ach ja, so hat sich's doch gelohnt. Ja, dann kann ich dir jetzt auch noch ein paar Sachen zeigen. Also wie gesagt, ich kann es dir echt nur empfehlen. Das Spiel. Ich find's cool. So, jetzt gehen wir mal zu der Tante hier. Gegenstände kaufen und zwar brauchen wir einmal, wo ist denn der Schlüssel hier? So, dann Schattenasche geben. Great left Ashen one. Also, hätte ich vielleicht gleich wieder alles rauskloppen müssen.
Können wir das Urigi-Chatanana hier verstärken. So, jetzt fehlen uns wieder Scherben. Dann können wir aber Estus verklauen. Today be careful. So. Also mal gucken, ob die anderen auch noch was zu quatschen haben. Weil irgendwann kriegen wir ja wieder Items hier. So, der, genau, der müsste da sein. Rote Augapfel kriegen wir hier. So, wer auch da ist, ist jetzt unser Kollege hier, den wir jetzt hier befreit haben. Wahre Stärke entfalten. Kostenlosen Level. Den nehmen wir doch gerne mit. Herbeiwinken. Be safe. So. Das glaube ich war's jetzt von der Seite her. Mit dem haben wir gequatscht. So, dann können wir jetzt mal oben den Schlüssel einsetzen. Ah ja, und einen Riesenbaumsamen könnten wir mal pflücken. Ah, ist noch nicht gefallen, haben wir eine Menü. So. Aufwärts. Hoch hinaus. So. Bevor wir aufs Dach runtergehen, das können wir auf dem Rückweg machen. Schauen wir mal hier rein. So. Jetzt kriegen wir nämlich die Feuerhüterseele. So. Je nach Ende, das man unbedingt erreichen will, macht es Sinn, die Feuerhüterseele der Feuerhüterin zu geben. Oder auch nicht. So, was wir jetzt auf jeden Fall machen ist, muss ich überlegen, hier runter, ja. Weil, nur so kommen wir an die Leiter. Nur so kommen wir hier oben ans Nest. Aber zudem will ich gar nicht. Ich will auf das hier. Die Ebene ist viel, viel cooler. Denn hier kriegen wir zwei richtig geile Sachen, unter anderem einmal schwarze. Ne, hier ist die Scherbe mal wieder. So, da geht's rüber. Auch hier selten gesehen, aber doch sind sie vorhanden, die unsichtbaren Mauern. Ah, jawohl. Und silberner Schlangenring. So, Gewicht ist bei 71. So, der Flintsring raus und das müsste lang, ne? Jawohl. So, ne? Achso, den Ofen habe ich ja noch nicht, ne? Ja. Da brauche ich ja den Wurzelbaum da. So. Das heißt, das Thema haben wir erledigt. Jetzt gibt's noch eine das ist auch wieder sowas. Das haben sie richtig verkackt hier. Jetzt können wir gerade mal einen Moment stehen. Wirklich saublöde Nebelwände hier. Die ich mir bis heute nicht erklären kann, wozu die dienen. So, jetzt muss ich überlegen. Nee, ich muss nochmal komplett hoch. So. Aber anhand von dem Schlüssel, für den wir jetzt 20.000 Seelen ausgegeben haben, können wir doch jetzt schon relativ viel. Achso, halt. Ey, dann machen wir das doch so. Erst da lang. Doch viel wieder einsammeln, was das Ganze wieder wert ist. Da ist das Ding. Der da war ganz unten, ne? Ja. Gut. Jetzt wieder den Sprung abmessen. So wie ich es immer gerne mache. Und dann verkacken. Jawohl.
Und wieder den ganzen. Jo, ein Estus-Ring. Total wertvolles Ding. Eigentlich nicht. Einer der unnötigsten Ringe im ganzen Spiel, finde ich persönlich. Verstärkt die Wirkung von Estus. Aber sowas von minimal. Dass man es fast gar nicht wirklich merkt. Also bin ich jetzt ehrlich. Ich habe den am Anfang, in meinem allerersten Spieldurchgang, relativ lang so drin gehabt. Und war total begeistert, so blöd wie ich war. Also wie gesagt, ich kann es dir echt ans Herz legen. Es lohnt sich. Du siehst ja bei mir, es ist halt grafisch und storytechnisch definitiv besser wie es 2er. Da gebe ich dir Brief und Siegel drauf. Spaßfaktor ist auch viel höher, was die DLCs angeht. Keine Ahnung. Jetzt muss ich nochmal gucken. Doch, der war hier. Bin halt nur nicht abgesprungen, wie immer. Genauso sollte man es nicht tun. Ach, ist doch kacke, Mann. Ich weiß gar nicht, was da liegt, aber irgendwas Gutes lag da. Ne, also, ich kann es fast nur empfehlen. So. Ja, toll, das heißt, ich habe jetzt wieder eine Clue. Oh Gott. So. Jetzt muss ich ja sogar hoch, weil da liegen jetzt meine restlichen popischen Seelen. Na toll. Das ist halt irgendwas, was ich ziemlich blöd gemacht finde hier. Also ich meine, ich habe es im 2er schon nicht gemocht, dass man da jedes Mal die Seele bloppen musste hier, die um die Dings wieder zu bekommen. Wie heißt es? Die Menschlichkeit wieder zurückzubekommen. Hier haben sie es halt mit der Clue gemacht. Das macht halt, finde ich jetzt, auf einen Schlag halt viel Energie aus. Das sind, glaube ich, 30% mehr Energie, die du hast. Okay, ich hole meine Seelen drauf geschissen. Kann's ja jetzt nicht sein. Wenn ich wenigstens wüsste, was da lag, würde ich ja sagen, es lohnt sich oder nicht. Naja, egal. Aber jetzt kann ich halt auch wenigstens durch Sterben nicht mehr weiter runtergehen. Aber hey, das ist eine gute Sache, weil wenn wir oft sterben, kriegen wir bei dem Typ da unten ja Leben. Level. Das ist ganz lustig bei dem, wenn du oft genug stirbst, gibt er dir jedes Mal wieder mehr Level, wenn du dann, ist dann abhängig von, wo liegt's denn hier, dunkle Siegel. Je mehr du dann davon hast, umso, ne, gar nicht wahr, die dunklen Siegel kriegst du so irgendwo anders, war das in den Statuswerten sahst du das. Aushöhlung, genau. Meine Aushöhlung ist jetzt schon auf 2, weil ich 2-mal gestorben bin. Das kann dann auch später die Feuerhüterin wieder heilen, aber dann würdest du dir das Special-Ende hier im Spiel versauen. Die ich übrigens auch schon alle durch habe, also das lohnt sich, das ist ein cooles Ende. Alle anderen waren so, ja. War mal schön, sie gesehen zu haben, ist aber nichts so atemberaubendes, weltbewegendes. So, apropos nichts atemberaubendes, weltbewegendes, holen wir uns nochmal die Kristallechse wenigstens. Zwar nur eins, aber eins ist besser wie keins, habe ich gehört. So, und ich glaube, hier auf dem Podest lag noch irgendwo was auf der Höhe. Ich glaube, ganz links Feuerbomben oder so irgendwas. Nein? Ah, doch, da. Heimer Homeworld Boner, 3 Stück, jawohl. Können wir auch wieder eine Clue benutzen. So, du siehst
halt was, was das für einen extremen Unterschied meines Erachtens macht. So, jetzt können wir mal wieder Seelen blöppen und ein bisschen leveln. Dann müssen wir noch die Estus abgeben. Ein bisschen Vita kann nie schaden. So. Nein. So. Pretty, be careful. Jetzt haben wir 6 Estus und jetzt machen wir da noch ein plus 1 draus. Wir haben ja schon mal einmal Asche. Totenknochen später verbrennen. Jetzt haben wir 7 plus 1. Sonst haben wir jetzt keinen mehr. Ja, wunderbar. Da haben wir doch jetzt in 2 Stunden wieder ein bisschen was geschafft. So, wie wird's weitergehen? Also Dark Souls 3 werden wir immer mal zwischendurch reinschieben, wenn ich Lust drauf habe. Um zu gucken, dass wir es schaffen bis November mit einem 20-30 Stunden Stand vielleicht mal. Ja, mit Level 100 oder 120 oder so fürs DLC bereit zu sein. Ich meine, bei DS2 habe ich damals den Fehler gemacht und bin im NG Plus Plus rein. Nicht nochmal. Gut, ansonsten, wie wird es sonst weitergehen? Wir werden jetzt am Mittwoch wahrscheinlich dann wieder eine Runde No Man's Sky uns reinziehen. Da habe ich ja schon ein bisschen offscreen weitergemacht und habe zumindest mal ein paar Sprünge gewagt, dass wir mal ein bisschen weiterkommen in der Story. Ja, das ist jetzt mal so angeplant. Gut, dann danke ich euch allen mal fürs Einschalten, die auch Bohnenkrautsaft. Wie gesagt, wenn du magst, 19:30 Mittwoch geht's wieder weiter. Ansonsten auf YouTube wie immer das Video. Und ja, danke fürs Einschalten, Zuschauen, Kommentieren, dabei sein. Bis zum nächsten Mal.